Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. So, wie wir jetzt festgestellt haben, das ist natürlich ja das Questziel hier, ne? Er will ja ausprobieren, dass es hier in der Gegend rumrennt, hier die Dorfbewohner, wollte ich gerade sagen, die ganzen Gäste in Angst und Schrecken verjagt, damit er sehen kann und trainieren kann, so dass wir auch einzufangen. Allerdings, wir haben es jetzt schon betäubt. Ja, das heißt, wir werden das jetzt einmal kurz umsetzen, damit es schneller wach wird. Deswegen werden wir den jetzt einmal von hier nach da setzen. Und wenn es wach ist, werden wir das Tor öffnen und dann werden wir die Quest auch beenden. So, dann würde ich mal sagen, wir haben ja noch 1,2 Millionen über, dass wir hier auch nochmal so ein Forschungslabor nochmal ransetzen für Fleischfresser. Betriebsgebäude. Ranger, Akku. Forschung, ja. Ein Hammond. Können wir nicht nochmal so ein Hammond-Dings machen? Oder war das woanders? Ach hier, Hammond, Entwicklerlabor. So, da müssen wir jetzt nur gucken. Ja, hier nämlich gar nicht. Und hier passt das, glaube ich, auch null. Wenn muss das auch andersrum? Alles hier verbaut, verbaut, verbaut. Ah, warte, irgendwo. Irgendwo konnten wir es gerade. Warte mal hier. Irgendwo. Irgendwo ging das. Ah, da. Da. Machen wir das mal eben. So, da muss natürlich auch ein Weg und all sowas hin, ne? Hier ein ganz normaler Weg. Mal kunstvoller Weg breit. Oh, das ist aber auch ein bisschen teurer, ne? Wir nehmen mal so einen schmalen Weg erstmal. Wir hier erstmal so lang führen. So, mal gucken, wo geht das denn hin? Okay, machen wir hier mal so einen Bogen. Und hier erstmal so entlang. Wir können ja erstmal hier so entlang führen. So, einmal drehen, drehen, drehen und da haben wir es. So. Da brauchen wir dann natürlich auch Strom. Das kriegen wir hier durch. Zip-Strom. Natürlich ein wunderbarer Mast. Den können wir auch ruhig hier so ans Wasser lang führen. Dinosaurierdrohung. Oh! Jetzt ist er frei. Öffne das Tor des Geheges. Tor öffnen. Oh mein Gott! Ja, er rastet nämlich gerade schon aus. Der ist nämlich, ja. Da habe ich jetzt zuerst nicht dran gedacht. Akku-Helikopter. Oh, das sieht teuer aus. Sie sollten das bald Ja, reparieren. ja, ja. Ein Ranger-Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Ach, mit dem Ranger-Team kann ich den Zaun reparieren. Okay. Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen, aber denken Wo ist Sie, er denn? der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Da. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das mal besser. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Wo Sicherheit bist du? sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Da. Im Moment haben wir zu tun. Ah! Ist auch mal müde hier. Treffer, sehr schön. Gute Nacht, Baby. So. Dann erstmal hier direkt das andere Team. Transportteam. Zip. Von da nach hier ganz, ganz weit hinten erstmal hin. Wir müssen erstmal hier mit dem Ranger-Team den Zaun reparieren. Da.
So, hier natürlich erstmal das Tor wieder zu. So. Halleluja. Ich hoffe, es ist jetzt niemand zu Schaden gekommen oder sogar getötet worden. Das wird dann sonst sehr, sehr teuer. Ah, Fressen ist hier. Ah, ja, Fressen ist überall noch vorhanden. Das ist schon mal sehr gut. So, die machen jetzt hier Heile. Hier wird der kleine Dino wegtransportiert. Eieieiei. So, der braucht Strom. Deswegen werden wir jetzt hier mal weitermachen. Den setzen wir jetzt mal hier schön ins Wasser. Und setzen mal direkt hier so ein Umspannwerk hin. Ja, hier, so dass es... Oh, warte, du? So. So, dann hat das jetzt auch ein bisschen... So, ein Dino ausbrüten. Hier noch so ein Fleischfresser für 170. Ah, oder 550.000, okay. Komm, nehmen wir nochmal einen. Oh, eine eingehende Übertragung. Ah! Yeah! Und die denken sich, weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die? Ja, dafür brauche ich Schutzräume, das stimmt. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Mhm. So. Jetzt haben wir wieder 1,5. Gut, hier möchte ich aber gerne auch nochmal so einen Ausguck hier vorne haben. Irgendwie, irgendwo. Hier können wir erstmal ein paar Bäume wegnehmen. Hier direkt so beim Eingang. So, das kann so bleiben. Dann hoffe ich mal, dass es da dann auch noch so funktioniert. Gehege. Hier auch nochmal so ein Beobachtungs... Nee, andersrum bitte. Wasser? Baukosten verbaut. Ja, das ist, glaube ich, dann wegen dem Strom, glaube ich, ne? Ja, das ist dann wiederum im Wasser. Ja, ich hätte das Gehege hier ein bisschen weiter hinsetzen müssen. Ich glaube, das werde ich auch nochmal machen. Komm, wir werden mal eben hier das Gehege ein bisschen verbreitern. Hier. Gehege. Zip. Ein Zaun. So. Nehmen wir mal von hier. Hier und hier langziehen auf jeden Fall. So. Das heißt, hier können wir dann erstmal schön abreißen. So. Dann werden wir jetzt hier erstmal die Bäume entfernen. Damit man auch einen wunderbaren Blick hat. Und hier jetzt dann nochmal so eine Beobachtung. Ja. Gebäudebeschränkung. Kann ich gar nicht so viele machen oder... Ach, wegen den Stromzäunen dann, oder wie? Hä? Hm. Ja, hier bin ich dann natürlich im Wasser. Gebäudebeschränkungen. Sind die Dinger dann viel zu nah, oder wie? Ah, also ich muss den ganzen Strom nochmal neu setzen. Ein bisschen hier außerhalb. Gut, das machen wir gleich. Wir machen erstmal Gehege wieder. Hier so. So. Ah. Nochmal hier weg. Bisschen weiter in die Breite doch noch. Eieiei.
Zunahmen Dinosaurier. Gut, machen wir halt so. Und ja, wir gucken einfach mal, wo wir das Ding jetzt hier ransetzen können und dann entscheiden wir gleich so. Würde ich mal jetzt behaupten. Ja, so geht's, ne? Nur falsche Seite irgendwie. Warum geht das denn? Ah, hier geht's auch. Da ist dann wiederum zu nah an das Ding. Hier wäre es eigentlich... Hier hätte ich es gerne. Mal gucken, ob wir hier... Ja, mal eben einen Zaun. Und hier. Dann halt... Ja, warte, dann machen wir... Ich vermute jetzt mal nicht, dass das hier... So, machen wir jetzt einfach mal so. So. Ganz schnell mal eben. Gut gemacht. Wir können die ausgebrüteten Dinosaurier in ihre neue Heimat bringen und den Auftrag erfüllen. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Ja. Aber sie lassen uns auf Isla Matar damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. So, habe ich hier nicht noch irgendwo Zäune gehabt? Ah, hier. Das. Ja, dann würde ich sagen, weiten wir den Zaun und machen den dann hiermit irgendwie fest. Dann brauchen wir jetzt hier nicht noch so ein großes Loch haben, sage ich mal. So, dann können wir den Rest jetzt hier wegnehmen. So. Halleluja, ey. So, dann nochmal hier einen Weg hin. Zack. So. 1,9 Millionen haben wir. Dann werden wir jetzt hier den Dino freilassen. Dann haben wir hiervon auch schon mal mehrere. Und hier auch nochmal so eine kleine Futterstation ransetzen. Dip, 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 dip. Ah, nee, really? Ah, hier direkt? Ja, perfekt. So. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Wasser kann ich auch wegnehmen. Befinden sich markante Stacheln. Und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Ah, okay. Wusste ich gar nicht, dass ich Wasser auch wegnehmen kann. Das ist sehr gut. Wenn wir hier nochmal so einen kleinen Glänzer machen. So. Ja, so können wir es lassen erstmal. So, erreichen Sie Einnahmen pro Minute. 125.000. Die habe ich gleich sogar erreicht. Dieser Auftrag könnte unseren Profit ordentlich steigern. Ausfallschutz auf dem Kraftwerk benutzen. Ausfallschutz, das müssen wir erstmal erforschen. Das können wir auch gerne machen. Forschung ansehen. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Unterhaltskosten? Hier, Ausfallschutz. Zack. So, dann können wir auch... Ach, stimmt. Wir können die Kraftwerke damit ja auch noch ausstatten. Und zwar hier. Verbesserte Leistung natürlich, ne? Zip. Kaufen. So, dann haben wir ein bisschen mehr Strom auch. Wenn das hier auch nochmal machen. Ah, das ist Ranger. Ups. Hier, kleines Kraftwerk. Da bist du. So. Wunderbar. So. Hier sind dann 54 Gäste. Wie sieht's hier aus? 81. Ja, würde ich mal sagen, ne? Wenn wir einen kleinen Ticken teurer werden. Ah, okay, dann verlieren wir 5. Gut, dann lassen wir mal 14 Dollar. Gucken wir uns mal eben die anderen Geschäfte an hier, um die auch nochmal schnell zu optimieren. Toilette. Ach, das können wir gleich nochmal. Kleider. Dino-Hut. Gut, ein Hut ist jetzt hier. Machen wir mal direkt ein T-Shirt. Dann auch hier einmal... 15, 16 Dollar einfach. Ja.
Ja, Toilette haben wir schon. Toilette haben wir. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der Zaun ist heile. Das ist auch heile. Wie viele haben wir hier jetzt? 37 sichtbare Dinosaurier. 4. Okay. Dann haben wir. Kommt hier später auch noch was hin. So, erstmal schicken wir nochmal eine Expedition los. Ja, hier einmal hin. Dann können wir hier einmal die ganzen Sachen angucken und auch zur Not verkaufen. Hier, 40.000. Das können wir verkaufen. Durchgehen. Extrahieren. Ebenfalls extrahieren. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal fertig. So, Betriebsgebäude. Sturmabwehrstation. AC Ranger brauchen wir jetzt ja nicht. Hier Gästeanlagen. Toilette. Wir können da vorne auch nochmal eine Toilette machen. Werden wir jetzt auch nochmal setzen. Und zwar einfach mal hier. Ah, das ist zu nah an dem leider. Irgendwo hier, weil da ganz hinten. Ja, ganz hinten ist so relativ, ne? Da sind wir auch. Hier mal eine Toilette hin. So. Hier haben wir 70 Gäste. Dann werden wir hier auch noch irgendwas hier für ein paar Gäste hinsetzen. Ein Schienen. Nett. Nett, nett, nett. So. Irgendwas zu futtern muss hier hin. Run. Ja, und das muss ich in der Aufnahme erstmal stumm stellen. Apple Pop ist voll. Okay, kleinen Moment. So.